Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Momentan geht es ja bei mir um die Frage, ob die 20 Jahre alte Gastherme durch eine Wärmepumpe ersetzt werden soll. Geht das überhaupt? Bringt es das überhaupt? Kann ich mir das leisten? Und im letzten Schritt dann, ja, wie setzt man es um? Dazu gibt es bisher zwei Videos. Zuerst war der Energiesparkommissar Carsten Hermert hier und hat sich die Substanz vom Haus angeschaut. Und wir haben festgestellt, dass die Sanierungsmaßnahmen, die wir 2002 hier durchgeführt haben, durchaus was gebracht haben. Dann war der Energieberater Hans-Joachim Horn hier und hat sich die Heizanlage genau angeschaut. Und wir haben festgestellt, wo man noch ein bisschen optimieren kann. Weil das Ziel ist natürlich, dass man mit möglichst wenig Temperatur dieses Haus zum Heizen kriegt. Im dritten Schritt hat jetzt der Carsten Hermert für mich eine raumweise Heizlastberechnung durchgeführt. Und da geht es darum, muss man eventuell an den Räumen und den Heizungen noch was verändern, um mit einer möglichst niedrigen Vorlauftemperatur hier angenehm warm zu wohnen. Und natürlich, wie groß müsste eine Wärmepumpe überhaupt sein? Und diese raumweise Heizlastberechnung, die lasse ich mir jetzt vom Carsten selber erklären. Hallo Carsten, schön dich zu sehen. Hi Tobias, grüß dich. Ja, du hast mir ein umfangreiches Dokument geschickt, die raumweise Heizlastberechnung. Jetzt erstmal eine ketzerische Frage vorab. Ich habe ja auch mal online geschaut nach Heizlastberechnungen und da gibt es also Seiten, da kann man einfach Zahlen eintragen und dann kommt da unten ein Ergebnis raus und es kostet überhaupt nichts. Und es gibt auch andere Seiten, da kann man das bestellen bei jemandem, da kostet es 200-300 Euro. Und jetzt bei dir muss es doch ein bisschen umfangreicher oder aufwendiger gewesen sein, weil es war ja auch einiges teurer. Und deswegen mal meine Frage, kannst du mir oder den Zuschauern und mir mal diese Unterschiede von den verschiedenen Heizlastberechnungen erklären? Also wir haben zum Beispiel nicht nur die Heizlastberechnung gemacht bei dir, sondern wir haben ja im Prinzip auch noch die Wärmeübertrage, also die Heizkörper noch geprüft und geguckt, ja, raumweise, ob die auch in Ordnung sind. Also das, was wir gemacht haben bei dir, war nicht nur die Heizlastberechnung, sondern noch etwas darüber hinaus und deswegen ist es logischerweise auch etwas umfangreicher. Aber was wird da überhaupt gemacht? Wir gucken im Prinzip raumweise für jeden Raum, wie viel Wärme geht da verloren an den anzunehmenden kältesten Tagen des Jahres. Man, ja, hat jede Region so nach DIN eine eigene kälteste Außentemperatur. Ne? Wir haben so -9 Grad hier, glaube ich. Genau, bei uns sind es auch -9, -10 Grad. Da wird dann also geguckt, bei -10 Grad oder -9 Grad, wie viel Wärme geht in diesem Raum verloren und wie viel Heizleistung brauchen wir, um den Raum wieder auf der Solltemperatur, also auf der gewünschten Raumtemperatur zu halten. Und das wird für jeden Raum einzeln gemacht. Also wir gucken in jedem Raum, wie viel Heizleistung wird gebraucht, um den Raum warm zu halten. Und das ist ein relativ aufwendiger Vorgang. Ne? Genau, deswegen haben wir ja auch bei dir zum Beispiel geschaut, ist in irgendeinem Zimmer ein anderes Fenster, eine andere Baualtersklasse bei den Fenstern eingebaut als in den übrigen Zimmern. Und das war ja auch der Fall. Da war ja, ich erinnere mich noch, in einem Arbeitszimmer waren noch ältere Fenster als die restlichen Fenster, genau, vorhanden. Und das wurde alles berücksichtigt. Ne? Und das Dach, wie ist das gedämmt? Wie ist die Außenwand? Wir haben bei dir sehr, sehr viele verschiedene Außenwände. Wir haben das aus den, glaube 50er Jahren. Wir hatten dann aus den 80er Jahren und dann nochmal einen Anbau aus den Nullerjahren. Also sind überall sehr unterschiedliche Wärmedurchgangskoeffizienten oder U-Werte. Ne? Also all das wurde berücksichtigt für jeden Raum einzeln. Und ich kann dich jetzt sogar beruhigen, also wenn ich jetzt in dieses eine Online-Formular das eingetippt habe, da kam also eine Heizlast von 16 Kilowatt raus. Mhm. Wie viel waren es bei uns? 11. Ne? Ja, also gibt es schon mal noch einen Unterschied. Ne? Boah, ist ein deutlicher Unterschied. Ne? Ja, genau. Und was wäre jetzt passiert zum Beispiel, das ist jetzt spannend, ne? Was wäre passiert, wenn wir uns auf diese einfache Variante verlassen hätten? Du hättest vielleicht jetzt... Ein Ziel ist ja, eine Wärmepumpe einzubauen. Genau. Eine zu große Wärmepumpe eingebaut. Ja, oder ich hätte gesagt, es geht gar nicht. Bringt nichts. Oder teuer. Das, ja. Ja, aber selbst wenn du es gesagt hättest, mache ich trotzdem. Hättest jetzt eine 16 kW Wärmepumpe eingebaut, vielleicht sogar ein bisschen Sicherheit, so, dann wäre das Ding die ganze Zeit nur im Teillastbereich gelaufen. Das heißt, die läuft an, bringt viel zu viel Wärme, geht wieder aus, startet wieder, geht aus, muss also ganz, ganz oft takten. Und da die Anzahl der Taktungen von so einem Gerät begrenzt sind, also die kann nicht unendlich oft takten, geht es früher kaputt.
Also haben wir im Prinzip schon das erste Gute getan mit der genauen Heizlastberechnung, dass wir jetzt wissen, okay, wir müssen eine kleinere Anlage einbauen, die eben nicht so oft taktet und dadurch hält die schon viel länger. Also das Geld hat sich an der Stelle möglicherweise schon allein dadurch bezahlt gemacht. Man sieht ja, ihr seid von einer Vorlauftemperatur von 55 Grad ausgegangen. Jetzt habe ich da so eine Wärmepumpe im Auge, da steht in den Unterlagen, Vorlauftemperatur kann auch 70 Grad sein. Also es gibt ja inzwischen alles Mögliche. Was würde sich dadurch dann ändern? Ja, also ganz grundsätzlich erstmal Folgendes. Die Effizienz von Wärmepumpen ist umso besser, je geringer der Temperaturhub ist, also die Temperatur zwischen Außentemperatur und das, was ich reinbringen muss in den Raum. Bringe ich 55 Grad, ist das das. Wenn ich 70 Grad reinbringen muss, ist der Temperaturhub größer, ne? Bedeutet also, bei 70 Grad sinkt die Effizienz. Dass die Wärmepumpe die 70 Grad kann, bedeutet nicht gleichzeitig, dass die da auch effizient arbeitet. Das heißt nur, die kann überhaupt 70 Grad bereitstellen. Braucht dafür aber auch mehr Strom. Also sinnvoll ist es nicht zu arbeiten mit so Hochtemperatur-Wärmepumpen, weil die sind einfach weniger effizient. Okay, das ist so ein bisschen wie wenn ich ein Auto habe, was viel PS hat, heißt ja noch lange nicht, dass es gut ist, wenn ich damit schnell fahre, so ungefähr. Naja, und das Zweite, also weil was dabei rausgekommen ist, ist ja, dass es einige Räume gibt, in denen diese Berechnung jetzt ergibt, dass man bei 55 Grad Vorlauftemperatur nur 85% der gewünschten, also des Heizkomforts erreicht. Genau. Das eine ist es im Flur. Da sage ich, ja gut, im Flur, da will ich eigentlich sowieso nicht heizen, also wäre es mir jetzt egal. Das zweite ist oben, es gibt so ein kleines Zimmer, das benutzen wir eigentlich fast nicht. Da würde es mir jetzt ein bisschen leid tun, wenn ich jetzt da eine Heizung reinmachen müsste. Und das dritte ist natürlich klar, das ist das Wohnzimmer, das gehen wir mal zu, das ist der Raum, in dem wir es wirklich auch warm haben wollen. Es ist ein großes Zimmer, da sind zwei Heizkörper, die könnten natürlich leistungsfähiger sein. Allerdings haben wir jetzt seit diesem Sommer, tatsächlich hat es kurzfristig geklappt, da einen kleinen Holzofen stehen. Das heißt, wenn es wirklich kalt würde, würde ich einfach ein bisschen Holz dazu heizen. Deswegen meine Frage, wie wichtig oder verbindlich oder nötig ist es denn wirklich, die Heizkörper jeweils auszutauschen? Auszutauschen, ja. Also zunächst mal in den Zimmern, die ihr kaum nutzt und wo der Heizkörper auch aus ist, wird sich das kaum negativ auswirken. In eurem Wohnzimmer allerdings schon, weil auch bei den, ich sag mal, Temperaturen, die noch nicht die kältesten Temperaturen sind, ist natürlich jede Reduzierung des Temperaturhubs ein Vorteil. Und sobald man über diese 55 Grad Vorlauftemperatur oder Systemtemperatur hinausgeht, sinkt die Effizienz der Anlagen rapide. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man die Auslegung der Heizkörper an diesen 55 Grad orientiert. Und deswegen würde ich dir tatsächlich im Wohnzimmer zumindest empfehlen, da die Anpassung tatsächlich zu machen, weil die wirkt sich nicht nur bei den minus 10 Grad Außentemperatur aus, sondern die ganze Zeit, wenn das Ding läuft. Für mich ist natürlich ganz entscheidend am Schluss, was für Kosten insgesamt auf mich zukommen, für die Wärmepumpe und für den Einbau und für diese Heizkörper. Dazu werde ich jetzt demnächst einen Heizungsbauer hier ins Haus holen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und natürlich, welche Zuschüsse gibt es dafür? Da werde ich mir nochmal einen Energieberater, vielleicht den Herrn Horn, dazu holen. Mit dem Carsten habe ich nochmal über die Betriebskosten gesprochen. Was ist denn da zu erwarten, wenn diese Wärmepumpe dann installiert ist? Ich habe mir meine Photovoltaikanlage aufs Dach machen lassen und da ist es ja so, ich weiß, okay, ich gebe irgendwie 15.000 Euro aus für eine Anlage und einen Wechselrichter und ab dem Moment erzeugt die Strom. Und ich kann mir ausrechnen, die erzeugt mir Strom, den müsste ich sonst kaufen. Das heißt, das amortisiert sich in dem Sinne irgendwann mal. Bei einer Wärmepumpe ist es ja irgendwie nicht so. Ich habe eine Investition, aber natürlich hinterher trotzdem noch Kosten. Ich habe ja weiter Betriebskosten. Also ich kriege nicht Strom wie von der Solaranlage, sondern ich brauche Strom. Und wie kann ich das denn prognostizieren, dass ich dann weiß, also idealerweise sollte ich ja weniger Geld für Strom ausgeben als jetzt für Gas, weil sonst kaufe ich mir eine teurere Anlage und gebe auch noch mehr Geld aus, um sie zu betreiben. Ja, also das ist wirklich tatsächlich eine ganz spannende Frage. Und deswegen haben wir ja auch den ganzen Aufwand mit dieser Heizlastberechnung gemacht. Also wir können jetzt sagen, okay, die Wärmepumpe, vorausgesetzt, sie ist ordentlich installiert und es wurden bei der Installation keine Fehler gemacht,
sollte jetzt in einem Bereich arbeiten, wo sie einigermaßen effizient Wärme bereitstellen kann fürs Haus. Einigermaßen effizient heißt an der Stelle, sie wird mindestens aus einem Teil Strom drei Teile Wärme machen. Wenn du jetzt also deinen Strompreis durch drei teilst, kennst du dann Wärmepreis ungefähr. Und wenn wir wirklich alles richtig gemacht haben und alles funktioniert perfekt, kann dieses Verhältnis auch noch deutlich über drei sein. Und das wäre etwas, was du jetzt beobachten müsstest in den nächsten 1, 2 Jahren. Deswegen würde ich dir empfehlen, bau einen geeichten Wärmemengenzähler hinter die Wärmepumpe, dann weißt du, was die produziert hat. Und dann hast du normalerweise auch einen eigenen Stromzähler für die Wärmepumpe. Du weißt also, wie viel Strom hast du verbraucht. Du teilst am Ende des Jahres das eine durch das andere und kennst dein Verhältnis. Das Verhältnis heißt übrigens Jahresarbeitszahl. Dann hast du ja noch deine Solar- oder deine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die zum Beispiel im Sommer sehr, sehr viel zu deinem Trinkwarmwasserbedarf wahrscheinlich beitragen kann. Das heißt, da reduzierst du die Kosten ja schon mal für die Trinkwarmwassererwärmung immens und in der Übergangszeit vielleicht teilweise auch noch ein Stück weit für die Beheizung deines Gebäudes. Im Winter wird da nicht mehr viel übrig bleiben, ne? Eben, also da genau, wenn es kalt ist, da ist natürlich blöd, ne? Also zumal hier bei uns am Bodensee tatsächlich die Winter auch noch trüb und neblig sind, leider. Ja? Also da muss ich den Strom kaufen. Jetzt hast du gerade noch Jahresarbeitszahl genannt. Ich bin da gerade immer noch bei meiner favorisierten Wärmepumpe. Hier steht bei Skop 55 Grad, 4,5, 180%. Was heißt denn das? Das wäre quasi ein Scope von 4,5. Das sind aber rein theoretische Werte. Die sind oftmals eher so auf dem Prüfstand ermittelt. Die Wärmeübergabe deines Hauses, die entscheidet ja darüber, wie effizient dann am Ende das Ding auch wirklich ist. Das heißt, Jahresarbeitszahl und Scope sind nicht identisch. Das eine ist im Prinzip ein Laborwert und das andere, die Jahresarbeitszahl, das ist dein praktischer Wert bei dir im Haus. Aber rein theoretisch, wenn wir alles richtig gemacht hätten, siehst du, könnte es auch deutlich höher als 3 werden. Es könnte auch in Richtung 3,5 oder 4 oder sogar darüber gehen. Ist aber meistens in Verbindung mit der Wärmeübergabe in einem Altbau unwahrscheinlich. Also wenn du irgendwo in der Größenordnung von 3,5 liegst, kannst du schon dich glücklich schätzen. Ja, sehr cool. Dann werde ich jetzt erstmal meinen Heizungsbauer anrufen und den hierher holen. Dann weiß ich, was man hier von der Seite aus tun muss, was die beiden Heizkörper im Wohnzimmer kosten. Dann würde ich dich auf jeden Fall gerne auf dem Laufenden halten. Mach das. Außerdem bin ich sehr gespannt auf dein Buch, was demnächst erscheint, weil das scheint so für Dummies wie mich zu sein, oder? Ja, es ist auf alle Fälle, die Zielgruppe sind Laien. Also es ist nicht ein Fachbuch für irgendwelche Ingenieure und so, sondern das ist tatsächlich ein Laienbuch. Wie wird's heißen? Das heißt, alles, was Sie über Energiesparen wissen müssen. Ich glaube, da werde ich mich nochmal mit beschäftigen, auch in einem Video. Vielleicht reden wir dann auch hinterher nochmal drüber. Dann sage ich dir, was ich verstanden habe. Okay? Super stark. So machen wir das. Vielen, vielen Dank und Grüße ins Ja, Hessische. genau. Ciao, ciao, lieber Ciao. Tobias. In den nächsten Videos wird es darum gehen, wie das konkret in der Umsetzung aussehen könnte hier mit der Wärmepumpe, was das kosten würde, welche Betriebskosten das bedeuten würde. Und ich hoffe, ihr seid weiter dabei und verfolgt dieses Thema. Gebt mir ein Like auf dieses Video, abonniert bitte unbedingt meinen Kanal, kommentiert gerne unten, was ihr zu dem Thema zu sagen habt und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad. Ich habe mir mal ja eine Photovoltaikanlage auf dem Kopf, nein, sehr gut.